Diese alten Grammophone sind bei weitem nicht die einzigen imposanten Erfindungen, die man im Winterwohnsitz von Thomas Alva Edison und Henry Ford bestaunen kann. Das prächtige Anwesen in Fort Myers gibt interessante Einblicke in das Leben und Wirken der befreundeten Erfinder. Super Museum, echt spannend, was Edison und Ford alles gemacht haben. Das wissen wir Europäer gar nicht so genau. Edison hat nicht nur der Glühbirne zu ihrem weltweiten Durchbruch verholfen, sondern war auch begeisterter Botaniker. 1928, im Alter von 80 Jahren, begann Edison hier in diesem Labor mit 17.000 Latexproben zu experimentieren. Er wollte eine Gummisorte züchten, die in den Vereinigten Staaten gedeiht. Selbstverständlich sind auch einige Ford-Autos zu besichtigen. Das ist ein 1916er Ford Modell T. Dieser war ein Originalgeschenk von Henry Ford an Thomas Edison. Auch dieser riesige Banyanbaum war einst ein Geschenk an Thomas Edison.
Under more.